Im Schatten des Megasellers Nissan Qashqai und Qashqai Plus 2 entwickeln sich aber auch die kleinen in der Nissan-Produktpalette natürlich weiter. Bestes Beispiel dafür ist die 2009er Version des Nissan Note, die mit einer kleinen optischen Retusche und mit Detailveränderungen punkten und natürlich die lukrative Zielgruppe in dem Segment der Minivans ansprechen möchte. Zugegeben, Nissan hat mit dem Note weniger Erfolg gehabt, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Denn der kleine Allrounder passt wirklich in jede Parklücke. Das Einsteigen fällt leicht, die Sitzposition ist hoch und er bietet jede Menge Platz für Kind, Kegel und Koffer. Außerdem ist das Fahrwerk angenehm komfortabel, der stärkere Benziner ausreichend spritzig und er bietet viel Schnickschnack schon in der Basisausstattung. Trotzdem war der Note anscheinend nicht jedermanns Sache. Absolute Gretchenfrage natürlich nicht nur für Nissan, sondern auch für die zukünftige Zielgruppe. Wer ist denn die Zielgruppe, die für den Note in Frage kommt? Na, definitiv nicht die gleiche wie vom Golf Plus bzw. vom absolut stylischen Kia Soul. Es ist eher die nicht so designorientierte Jungfamilie, die mehr auf Praktikabilität und Variabilität als auf den Hingucker-Effekt setzt. Und natürlich die ältere Zielgruppe, die einfach den Nutzwert schätzt und vor allem die Handlichkeit. Und das beginnt schon, wenn man die Türen aufmacht und auf der hohen Sitzposition einsteigt. Super angenehm und absolut wesentlich ist die hohe Sitzposition beim Einsteigen. Da braucht man den Kopf nicht einziehen, man sitzt relativ hoch, hat das Auto im Griff und das super handlich. Das Armaturenbrett, die Armaturentafel, die ist wirklich gelungen designt. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Was zur Ausstattung zu sagen ist, die ist in unserem Falle nicht unbedingt repräsentativ, weil es natürlich die beste Ausstattung ist, um zu zeigen, was alles möglich ist. Das kostet allerdings auch Geld. Und die Frage, die sich stellt, ist, gibt man es richtig günstig unter 15.000 Euro für ein absolut praktikables Auto, das auf 4,10 Meter Länge im Grunde alles bietet, was man braucht, oder investiert man ein bisschen mehr, so wie wir, in eine absolute Top-Ausstattung, die dann wirklich alles hat. Sicherheitsmäßig, komfortmäßig und featuretechnisch, wie zum Beispiel das Touchscreen-Navigationssystem. Fahrzeugkonzept entsprechend gibt es natürlich auch die dementsprechenden Motoren. Keine Rennmaschinen, aber absolut feine Triebwerke für einen Minivan. Zwei Diesel in einer Größenordnung von 86 bzw. 103 PS, allesamt verbaut im 1,5 Liter Common Rail Dieselmotor, einfach nur in zwei verschiedenen Abstimmungen. Bei den Benzinern geht es bei 88 PS los und die Top-Version leistet 110 PS. Mein persönlicher Favorit ist der 103 PS-ige Common Rail Diesel, weil er einfach ein wunderbares Drehmoment hat und dabei richtig wenig braucht, nämlich nur rund 5 bis 5,5 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer. Trotzdem darf man nicht außer Acht lassen, dass auch die kleine Benzinvariante groß im Kommen ist, denn Benziner sind an sich im Kommen, allein ob der Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel an der Zapfsäule. Und der Benziner in der günstigsten Einstiegsvariante kostet um rund 2.000 Euro weniger als der vergleichbare Diesel. Und das ist ja echtes Geld. Das Fahrwerk, das ist eines der Stärken im neuen Nissan Note. Trotz der hohen Karosserie bleiben Wankbewegungen in den Kurven fast völlig aus. Dabei liegt der Note alles andere als brettelhart auf der Straße. Es ist ein ausgezeichneter Mix aus Komfort und Agilität, die den neuen Note von seiner Konkurrenz hervorhebt. Außerdem bietet er eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, die einerseits das Einparken erleichtert, andererseits dafür sorgt, dass man bei Fahrten bei höheren Geschwindigkeiten das Auto direkter spürt. Der Nissan Note ist wahrscheinlich nicht das Auto, an das man als erster denkt, wenn man grundsätzlich einmal über Nissan nachdenkt, geschweige denn, wenn man sich überlegt, einen Minivan in kompakten Ausmaßen zuzulegen. Und trotzdem sollte man es tun, vorausgesetzt, man ist nicht unbedingt der Design-Freak, der einen absoluten Hingucker möchte, wo alle Leute vorbeigehen und sagen, wow, der schaut aber gut aus. Auf der anderen Seite bekommt man ein Auto, das auf 4,10 Meter absoluten Platz und Nutzwert bietet. Das Ganze ist nett verpackt, mit den typischen Nissan-Garantien und Gewährleistungen ausgestattet und das Ganze zu einem Preis, der unter 15.000 Euro anfängt.
mit einem Motor, den ich durchaus empfehlen kann, nämlich den kleinen Benziner. Wenn man ein bisschen was drauflegt und sowohl in Ausstattung als auch in Motor investiert, dann ist man aber bereits bei rund 20.000 Euro angelangt. Noch immer ein vergleichbarer guter Preis, wenn man sich die Mitbewerber anschaut, hat den 103 PS-igen Dieselmotor, der durch absolutes Drehmoment und Durchzug bzw. durch geringen Verbrauch glänzt und durch eine Ausstattung, die sich sehen lassen kann. Also rundherum zumindest eine Alternative, wenn man sich in diesem Segment umschaut.